Hallo zusammen, wir haben bereits Freitag, den 19. November, und es ist mitten in der Nacht, aber ich war noch den Nasdaq schuldig und den wollte ich noch reinstellen heute. Und der wird langsam gruselig, muss ich ehrlich sagen, und für mich auch sehr schwierig zu handeln, respektive zu analysieren. Ich habe mal diese Linie hier gezogen. Die ist vom September letzten Jahres, also von September 2020. Habt ihr mit den Highs verbunden? Und jetzt gehe ich nur, damit ihr wisst, wo die herkommt. Und die liegt jetzt momentan ganz knapp vor der 17.000 bei 16.850. Steigt an. Mein Problem mit dem Nasdaq ist, das heißt der Nasdaq 100, aber eigentlich sind es wirklich nur vier Werte. Ja, Apple, Alphabet, Amazon und wie sie jetzt heißen, Meta Platforms. Der fünftgrößte Wert ist nach gestrigen Kursen Adobe. Und die sind nur ein Zehntel so groß wie der größte Wert Apple. Ein Zehntel. Das heißt, die vier größten Werte, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, die bewegen den Markt. Der Rest ist Staffage. Anders kann man das gar nicht sagen. Und wenn man solche Bewegungen sieht, wie jetzt zum Beispiel PayPal. Das ist PayPal, Tagesschart, ja. Die kommen hier von 310 runter, die sind jetzt bei 200. Oder was hatten wir denn noch? Activision Blizzard. Das ist manchmal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Allein in den letzten 3 Wochen sind die von 82 auf gestern fast 60. Die haben 25% eingebüßt. Es ist völlig egal, wenn in der gleichen Zeit ein Apple ein neues All-Time-High macht, ein Amazon, der gestern 4% steigt und auch vor einem neuen All-Time-High steht. Ja, was haben wir denn sonst noch? Alphabet. Wo sind die jetzt hier? Sind auch kurz vorm neuen All-Time-High. Wenn diese vorher genannten vier Werte die Gunst der Anleger haben und einfach weiter gekauft werden und neue Highs machen, dann ist es völlig egal, also muss man wirklich so sagen, was die anderen 96 Werte machen. Das ist wirklich fast egal. Jetzt gehe ich mal zurück zum Nasdaq selbst. Ich muss also versuchen, den als solitär zu sehen, aber es fällt mir zunehmend schwieriger. Wir hatten so eine Phase mal in Deutschland, als die Telekom über 100 ging. Das war, glaube ich, nach der dritten Zeichnung. Die Telekom sind ja jetzt seit ein paar Tagen 25 Jahre an der Börse. Die waren irgendwann mal so groß, dass die 29 Werte, egal wie sie hießen, SAP oder auch damals Deutsche Bank oder Siemens, völlig wurscht, was die gemacht haben. Wenn die SAP einen Punkt gestiegen oder gefallen ist, hat das den DAX bewegt. Und in dieser Phase sind wir jetzt hier letztendlich auch angekommen, hier im Nasdaq. Und das macht es für mich so schwierig, den jetzt zu sehen. Aber ich versuche mich jetzt mal davon zu trennen und es fällt mir schwer, fällt mir wirklich schwer. Wir haben gestern wieder ein neues High gemacht, auch mit Schlusskurs. Das ist alles in Ordnung. Dem Nasdaq reichen diese kleinen Pausen hier von mal mit Mühe und Not 500 Punkten, um sich zu erfrischen, um dann weiter fortzuziehen. Ich habe kein Verkaufssignal nirgendwo, irgendwo. Das dreht dann alles auf hohem Niveau, gerade mal weiter hoch. Gilt jetzt minimalst als überkauft, aber das darf man gar nicht ernst nehmen. Und das sieht vom Chart her in allem weiter gut aus. Da reinzufixen, das macht keinen Sinn. Gerade wenn sowas wie Apple ein neues All-Time-High macht. In diesem Jahr, wenn Sie das mal zurückverfolgen, immer wenn Sie mal gelesen haben, neues 52-Wochen-Hoch. Das war eins der besten Signale überhaupt, weil dann ging es meistens weiter. Und ja, diese anderen 96 Werte, die haben halt, und nochmal, das sind ja keine kleinen Dinger. Also so ein PayPal hat 253 Milliarden als Kapitalisierung. Selbst ein Activision Blizzard ist bei 50 Milliarden. Da gibt es nicht viele deutsche Werte oder Eurostoxx-Werte, die da drüber sind. Ja? Diese Eskapaden von Tesla, das macht es für mich so ungreifbar. Und ich kann nicht hier mit Scheuklappen rumlaufen und dann sagen, so, und ich gucke jetzt nur den Index, wenn ich eben solche Werte auch beobachten muss, wie Apple oder auch wie Alphabet oder Facebook, ex-Facebook, also Meta Platforms. Das ist gar nicht, falls für sehr schwierig, hier reinzufixen, ist zu früh. Ein echtes Chartsignal gibt es erst hier unten. Das ist unter der 15.910. Und ich habe mir das jetzt mal so gedacht. Also ich selbst halte mich aus dem Index raus, aus dem Nasdaq selbst raus. Ich werde nur die Einzelwerte spielen. Ich halte das für einfacher. Und ich habe das jetzt heute mal hier so gemacht mit den Scheinen. Ein Call, ein K.O.-Call, habe ich einen ausgesucht mit der Basis 15.847.
Da sind wir also hier unter der 20-Tage-Linie und unter diesem kleinen Chart-Support. Weil sollte der gebrochen werden, mit Schlusskurs, ganz wichtig, dann kann man davon ausgehen, dass wir uns mit dem unteren Band beschäftigen, irgendwo auf diesem Niveau hier. Deswegen, den muss ich hier drunter legen. Und tatsächlich, da wir ein neues High haben, muss ich davon ausgehen, dass wir uns an die 17.000 annähern. Ein Put suche ich deswegen auch ein bisschen weiter weg davon. 17.105. Oh, sorry, beim Call nochmal die Kennnummer. GX3 JY4. Ein 25er Hebel. Und den gleichen Hebel hat auch der Put, den ich ausgesucht habe. Das sind 17.105er. Da sind wir also hinter diesem Aufwärtstrend hier. Oder hinter der oberen Begrenzung. Und jenseits der 17.000 ist die GH8 DCP. Letzteren, also den Put, den versichern wir erst an, wenn wir hier drunter sind. Das ist zu früh, den jetzt zu kaufen. Oder wenn, dann bitte nur Schnüffelstücke. Weil ich muss einfach davon ausgehen, dass wir hier noch ein bisschen weiter hochziehen. Tja, viel Spaß damit. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.